Dich interessiert, wie man Nepenthes, also Kannenpflanzen, aussät, was bei der Auswahl vom Saatgut zu beachten gibt und wie die ersten Schritte gehen? Dann unbedingt dranbleiben und viel Spaß mit dem heutigen Video. Hi Leute, willkommen bei Green Jaws. Ich bin der Matze, das hier ist der Tom, der hilft mir heute, weil ich habe nämlich Samen bekommen von Nepenthes, also von Kannenpflanzen, und die möchte ich mit euch zusammen aussehen und euch einfach mal zeigen, was es dabei zu beachten gibt, wie man die am besten aussehen kann, damit man auch langfristig Erfolg damit hat. Grundsätzlich gibt es ja bei Nepenthes zwei Vermehrungsmethoden. Zum einen sind es Stecklinge, das kann man dann bei größeren Pflanzen machen. Da habe ich hier auch schon mal mit dem Abmoosen angefangen. Das zeige ich euch dann aber mal in einem separaten Video, wie das funktioniert. Und wir konzentrieren uns heute auf die zweite Art, das ist nämlich die Aussaat über Samen. Hier habe ich jetzt die Samen drin, das sind insgesamt drei verschiedene. Und ich zeige euch jetzt mal als erstes, was es bei dem Saatgut zu beachten gibt. Hier sind also die Samen drin. Bei Nepenthes handelt es sich ja um zweihäusige Pflanzen, das heißt, es gibt männliche und weibliche Pflanzen. Wir sehen das jetzt auch hier, Nepenthes lovi vom Drosmadi, das war quasi die weibliche Pflanze, und die Nepenthes lovi vom Mulu, das war die männliche Pflanze. Davon kamen also die Pollen, die dann eben auf den Stempel dieser lovi Drosmadi aufgetragen wurde. Das Ganze dauert dann ein paar Monate, bis die Samen reif sind, und das Ergebnis, das seht ihr jetzt hier. Ich schüttel die jetzt mal aus, am besten auf dieses weiße Blatt hier. Das sieht man die nämlich am besten. Ich gehe jetzt mit der Kamera mal ein bisschen näher ran, damit ihr die auch richtig gut erkennen könnt. So sehen jetzt also die frischen Nepenthes-Samen aus. Und ihr kennt jetzt auch schon in der Mitte eines jeden Samenkorns so einen kleinen Knubbel. Das ist jetzt quasi der Embryo, da kommen nachher dann die Keimblätter raus. Und das ist auch das Entscheidende, der sollte nämlich möglichst dick sein. Das spricht dann nämlich für eine gute Qualität der Samen. Und die Qualität der Samen, das ist natürlich nachher auch das Entscheidende, ob die Samen keimen oder eben nicht. Und dazu möchte ich jetzt mal noch ein paar Worte sagen. Es ist ja so, dass sich viele ihre Samen auch im Internet bestellen. Da ist eBay natürlich eine riesen Plattform, wo man eigentlich alles findet, auch eben die Nepenthes-Samen. Jetzt ist es halt nur so, dass viele Händler, die bei eBay Samen verkaufen, die kennt man nicht. Da weiß man nicht, wo haben die Samen her. Ganz viel sind auch leider Wildsammlungen. Das führt eben dazu, dass die Kannenpflanzen an den Naturstandorten nach und nach verschwinden. Ist also auch nicht förderlich, wenn man diese Samen kauft. Es ist jetzt aber auch so, die Samen, die man da kriegt, sind meistens von sehr, sehr schlechter Qualität. Entweder weil sie schon uralt sind, und bei Nepenthes-Samen ist es nun mal so, je frischer die sind, umso besser keimen die auch, und je länger die liegen, umso rapider sinkt die Keimrate. Deswegen sollten die auf jeden Fall so innerhalb der ersten 3 Monate ausgesät werden. Nach der Ernte, dann hat man nämlich das beste Ergebnis nachher auch. Wenn man sich jetzt die in China vor allem oder auch in anderen asiatischen Ländern bestellt, da ist die Qualität der Samen leider immer nicht so gut. Man weiß zum einen gar nicht, was man kriegt. Man bestellt sich dann irgendwas Tolles, aber hinterher kommt entweder was ganz anderes raus oder es kommt gar nichts raus, weil die Samen einfach schon zu alt sind oder schon über zig Händler gingen, weil es ist halt auch ein Markt, wo viele Leute irgendwie die Samen kaufen, die dann wieder weiterverkaufen wollen. Auch gerade hier in Europa gibt es einige, die sich die Samen irgendwie auf dubiose Weise in Asien besorgen, dann hier wieder weiterverkaufen, und dann sind die schon über zig Händler oder Hände gegangen, damit nachher das Saatgut schon so alt ist, wo dann gar nichts mehr rauskommt. Seriöse Händler, die haben auch meistens Bilder der Mutterpflanzen drin, einfach deswegen, damit die auch zeigen können, die haben die Pflanzen selber in Kultur, haben die Samen eben selber gemacht und können die jetzt auch guten Gewissens anbieten. Es ist dann halt so, bei Händlern, die keine Bilder haben, da würde ich einfach mal nachfragen nach Bildern der Mutterpflanze. Wenn die keine liefern können, dann haben die Samen auch nicht selber gemacht, und es handelt sich höchstwahrscheinlich um Wildsaatgut oder eben um Samen, die schon durch zig Hände gegangen sind, die dann eben schon so alt sind, dass da auch nichts rauskommt. Deswegen lass da lieber die Finger von und kauf die Samen auch wirklich nur bei seriösen Quellen. So wie die hier jetzt, die habe ich nämlich von einem Bekannten von mir erhalten. Der hat schon sehr große Nepenthes lovi in Kultur. Ich kenne ihn schon zig Jahre, und die Pflanzen, die sind noch älter, die sind schon bestimmt 30 Jahre, die bei ihm im Gewächshaus stehen. Und jetzt war eben der glückliche Zeitpunkt, dass viele dieser Pflanzen zeitgleich in Blüte waren, dass er hier eben ganz tolle Kreuzungen machen konnte. Also deshalb Finger weg von unseriösen Angeboten. Guckt auch lieber mal im Forum von der GFP rein. Da sind auch immer ganz viele Leute, die große Nepenthes in Kultur haben, die selber Kreuzungen machen und auch ihre Samen dann dort anbieten können. Weil ganz ehrlich, wenn Nepenthes einmal blühen und die werden bestäubt, da fallen tausende von Samen an, die kann man gar nicht alle selber aussehen. Deswegen findet ihr auch immer gute Angebote bei uns im Forum. Schaut da einfach mal rein, und wir werden jetzt gemeinsam die Samen aussehen. Vorab möchte ich noch erwähnen, es gibt keine ultimative Methode, wie man Nepenthes-Samen richtig aussehen kann. Das kommt immer so ein bisschen auf die Bedingungen an, die man daheim hat. Ob man ein Terrarium hat, vielleicht ein Growtent, ob man es auf der Fensterbank machen möchte, unter Kunstlicht.
oder lieber direkt im Sonnenlicht. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich zeige euch jetzt aber mal die Methode, die sich bei mir so in den letzten Jahren am besten herausentwickelt hat und womit ich die größten Erfolge habe. Und das ist eigentlich auch total einfach und ihr braucht dazu auch gar nicht viel. Wir brauchen einmal ein bisschen Torf, weil ich sehe immer direkt auf Torf aus. Hat einfach den Vorteil, dass es hier am längsten mit der Moosbildung dauert. Ich habe gemerkt, wenn ich da so ein bisschen zusetze, wie Sand oder vor allem Perlite reinmache, da setzt sich eben das Moos dann mit der Methode sehr leicht dran fest und das überwuchert halt die Samen dann sehr schnell. Deswegen reiner Torf. Und ich verwende dann eben immer diese Metzgerdöschen hier. Die haben einfach den Vorteil, die sind schön klein. Deswegen, ich brauche da auch nicht viel Substrat, sondern die brauchen auch nicht viel Platz nachher. Und dadurch, dass der Deckel hier oben drauf ist, habe ich immer eine hohe Luftfeuchte. Das ist nämlich ganz, ganz wichtig bei den Pendelsamen, damit die immer eine hohe Luftfeuchte haben. Und am Anfang habe ich immer die Deckel komplett geschlossen und dann mache ich nach und nach immer mal ein paar Löcher rein, bis er dann nachher eben irgendwann offen ist und die Pflanzen dann eben dran gewöhnt sind. Die Metzgerdöschen sind auch super billig, können dann eben, wenn sie ausgewaschen sind, auch wieder mehrfach verwendet werden. So, wie ist das weitere Vorgehen? Wir nehmen unseren Torf zur Hand. Den muss man natürlich richtig gut wässern, damit er richtig schön nass ist. Das leere Döschen nehmen und dann einfach den Torf so bis zur Hälfte, zwei Drittel ungefähr einfüllen. Und jetzt können wir die Samen auch schon direkt aussehen. Das geht ganz einfach, wenn ihr die einfach so auf ein Blatt Papier drauf habt, wie hier. Und das tun wir jetzt einfach ein bisschen hochfalten. Und jetzt können wir die nämlich hier ganz bequem rausschütteln. So, die Samen jetzt hier einfach gleichmäßig verteilen. Macht auch nicht zu viele rein, sonst wird es nachher beim Pikieren nämlich ziemlich schwierig, weil die alle viel zu dicht aufeinander wachsen. So, und das war es auch schon. So sieht es jetzt aus. Ganz wichtig ist jetzt natürlich noch das Schildchen reinzutun. Da steht dann drauf, um was es sich handelt und natürlich auch das Aussaatdatum, dass man einfach nachher nachvollziehen kann, wie alt sind die Pflanzen oder wie lange hat es jetzt auch gedauert, bis die keimen. Zum Schluss sprühe ich nochmal ein bisschen drüber. So, dass die Samen auch richtig gut auf der Oberfläche drauf liegen, noch ein bisschen Feuchtigkeit haben. Und jetzt kommt der Deckel drauf und das war es dann auch schon. So sieht das Ganze jetzt aus und das stellen wir jetzt auf die Fensterbank. Hier stehen eben die ganzen Aussaaten, die ich vor ein paar Monaten gemacht habe. Und das ist ein Westfenster, hier kommt also viel Nachmittagssonne hin. Und ich zeige euch jetzt einfach mal, wie es in so einer Dose drin aussieht, weil das funktioniert echt super. Das seht ihr jetzt hier, das Ergebnis. Also die Samen, die sind jetzt so ein paar Wochen alt. Keimt also alles richtig gut und die werden jetzt auch demnächst pikiert. Das wäre jetzt nämlich der nächste Schritt. Alle Samen sind ausgesät, die kommen jetzt einfach auf die Fensterbank, dann lassen wir das Ganze ein paar Wochen ruhen. Wir müssen auch nicht mal gießen, weil dadurch, dass das Gefäß hier geschlossen ist, bleibt die Feuchtigkeit relativ gut erhalten. Es ist eine hohe Luftfeuchte da drin, also eigentlich ideal für die Keimung. Zur Temperatur möchte ich noch kurz was sagen. Es kommt natürlich immer so ein bisschen drauf an, ob man jetzt Hochland- oder Tieflandarten hat. Die Tieflandarten, die können ruhig den ganzen Tag warm stehen, so zwischen 25 und 30 Grad. Also ich sage mal bei Zimmertemperatur optimal. Hochlandarten, muss ich ehrlich gestehen, halte ich unter denselben Bedingungen. Bis zur Keimung habe ich da noch keine Nachteile feststellen können. Also das funktioniert auch einwandfrei. Erst später, wenn die dann gekeimt sind und pikiert werden, dann kommen die zu mir ins Hochlandzelt, das bei mir im Keller daheim steht. Dort herrschen dann eben die richtigen Bedingungen für die Hochland-Nepenthes. Ich zeige euch mal hier noch was. Das hier sind nämlich auch Nepenthes-Lovi-Sämlinge. Die sind jetzt ungefähr ein Jahr alt, dass ihr einfach mal sehen könnt, wie langsam die auch tatsächlich wachsen. Und das nächste ist jetzt die nämlich zu pikieren. Das zeige ich euch dann in einem nächsten Video, weil da gibt es auch einiges zu beachten. Das Ganze sieht dann nämlich so aus. Das hier sind jetzt frisch pikierte und die wachsen jetzt eigentlich relativ schnell seit dem Pikieren, damit es dann in ein paar Jahren wirklich auch so schöne große Nepenthes wie hier gibt. Zum Schluss möchte ich einfach nochmal die wichtigsten Punkte zusammenfassen und mit das Entscheidendste ist wirklich die Qualität des Saatguts. Deswegen achtet wirklich darauf, dass ihr das Saatgut nur aus vertrauenswürdigen Quellen kauft, möglichst von irgendwelchen Züchtern, wo ihr auch sehen könnt, die haben die Mutterpflanzen in Kultur, die haben die Samen selber vermehrt und da kriegt ihr dann auch eine gute Qualität. Wenn ihr die Samen jetzt irgendwo aus gebildeten Quellen kauft, das bringt keinem was. Ihr gebt zig Euros aus, kriegt schlechte Qualität, kriegt wahrscheinlich nicht mal die Pflanzen, die ihr eigentlich haben wollt und es fördert zudem noch den Raubbau in der Natur. Das bringt uns allen nichts. Deswegen Augen auf beim Saatgutkauf, gute Qualität aus vertrauenswürdigen Quellen kaufen. Ganz, ganz wichtig. Zur Aussaat, wie gesagt, in diesem Döschen hier funktioniert es kinderleicht. Da kann man eigentlich gar nicht viel falsch machen. Den nassen Torf einfüllen, Samen draufstreuen, nochmal besprühen, Deckel drauf, ab auf die Fensterbank. Und ihr habt da eigentlich wirklich am wenigsten Arbeit damit, weil ihr nicht dauernd gucken müsst, dass die Saatgut noch feucht genug ist, dass die Luftfeuchte stimmt oder sowas. Das bleibt in der Dose alles selbstregulierend quasi. Und deswegen ist es eigentlich eine kinderleichte Methode, die super gut funktioniert.
Damit sind wir auch schon wieder am Ende vom heutigen Video. Ich hoffe, ihr konntet heute wieder einiges dazulernen, wisst jetzt, wie ihr einen Pentesamen ganz einfach aussehen könnt, vor allem mit einer hohen Erfolgsquote, das auch wirklich funktioniert. Und ich würde sagen, wir nehmen einfach diese Nepenthes lovi-Sämlinge oder die Samen vielmehr jetzt einfach mal als Beispiel, mit dem wir die nächsten Wochen, Monate und Jahre auch arbeiten können. Ich würde euch ganz gern dann zeigen, wie ich die als nächstes pikieren tue, damit ihr das auch alles so Step-by-Step lernt, falls ihr eben auch gerade Samen ausgesät habt oder vielleicht jetzt in den nächsten Tagen, Wochen auch was aussehen wollt, dann kann ich euch damit begleiten und wir können das alles zusammen immer machen. Deswegen wird es ganz spannend werden. Ich freue mich drauf, wenn wir die dann pikieren und später dann eben bis zur großen Pflanze die nächsten Jahre hochziehen werden. Wenn euch das Video gefallen hat, zeigt es mir einfach mit dem Daumen nach oben. Ganz klar den Kanal unten abonnieren, damit ihr auch nichts verpasst. Gerne auch mal bei Instagram reinschauen. Da gibt es auch immer super viele Bilder zu sehen und ich halte euch immer so auf dem Laufenden, was bei mir in der Gärtnerei passiert. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dahin, euer Matze.